Es ist Donnerstag, 20 Uhr, 30 Minuten und 12 Sekunden. Servus Bernhard, hier ist Königsdorf, hier ist euer Streckenflug-Stammtisch, Late Night Soaring, ja, mit einem hochaktuellen Thema, obwohl ja im Moment nicht gerade die hochaktuelle Segelflugzeit in Europa ist. Aber zunächst einmal hoffe ich, ihr hattet alle schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Familie. Und unser Thema heute, ja, ihr wisst es, Namibia. Und wenn man im Moment gerade so in diese Tageswertungen reinschaut, ja, dann eigentlich in 90% aller Tage findet Namibia man ganz vorne in den Wertungen. Und wir haben heute zwei, die eigentlich immer, wenn sie fliegen, ganz oben in den Wertungen stehen. Sie stehen auch im Moment in diesen Gesamtwertungen auf Nummer 1 und auf Nummer 2. Wir begrüßen ganz recht herzlich und wir sind stolz, dass ihr beide euch bereit erklärt habt, heute mit uns diesen Abend oder die nächsten anderthalb Stunden zu verbringen. Servus, Guy Bechtold aus Luxemburg. Halli, hallo. Und als Zweiter, also es geht hier nach dem Alter nach, dann, nicht, dass du dich jetzt benachteiligt fühlst, als Zweiten heute in der Runde Tobias Welsch. Servus. Ja, moin. Jo, und mit mir hier wieder aus Königsdorf, wie immer, Benny Bachmeier. Hallo, Benny. Ja, schönen guten Abend. Ja, also im Prinzip eure beiden Namen, glaube ich, kennt jeder, der hier zuschaut. Aber ich weiß nicht, wie genau man euch kennt. Deswegen sagt doch mal ein bisschen was, wie seid ihr zum Fliegen gekommen? Wo fliegt ihr und so weiter? Und da fangen wir jetzt wieder mit dem erfahrenen Flieger an. Guy, erzähl mal kurz. Ja, hallo, ich bin der Guy Bechtold, bin 61 Jahre alt, bin an für sich zur Segelfliegerei gekommen über das Modellfliegen. Ich fliege in Luxemburg hauptsächlich und dann auch noch in Spanien. Und seit neuestem habe ich wieder die Alpensegelfliegerei entdeckt, wo ich jetzt mit dem Tobi zusammen in Primasson und auch in Fayence fliege. Ja, wie gesagt, ich fliege seit dem 16. Lebensjahr und ich habe jetzt in meinem Flugbuch 12.400 Stunden gesammelt. 359.000 bin ich geflogen, 3 Europarekorde und 4 Kontinentalrekorde. Und das alles mit so einem wunderschönen Flieger, wie du auch einen hast, den Quintus. Und dann für sich mein größter Erfolg, das waren so die 1250er Kilometer Diplom. Das konnte ich auch in Namibia fliegen. Ja, des Weiteren, so meine Hobbys sind noch Sport, Schießen und Grillen, wo Leute meinen, also Grillen, glaube ich, kann ich sehr gut, vielleicht besser wie Fliegen. Also ja, noch besser als Fliegen, das kann ja, da müsstest du ja schon ein Alfons Schubeck sein. Ne? Ja, ich bin auf die Herausforderung gespannt. Grillen kann aber gut, sehr gut. Tobi weiß das, du Schatzen. Ja. Das kann ich bestätigen. Ja. Und wie bist du jetzt zum Fliegen nach Namibia gekommen oder seit wann fliegst du in Namibia? Also ehrlich gesagt, seit wann weiß ich nicht. Ich bin an für sich durch den Wilfried Kosginski da hingekommen. Der hatte mir angeboten, damals auf seiner SW-22 zu fliegen. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, in Namibia zu fliegen, dann ist das ja wie eine Sucht. Also man will immer wieder zurück dahin. Ist wunderschön. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ne? Ja, wunderbar. Tobi. Und ja, du? Tobias Welsch ist mein Name. Ich bin gespannt, 12.000 Stunden wirst du noch nicht ganz haben, ne, schätze ich. Nee. So die Hälfte habe ich, ja. Genau, 36 Jahre bin ich mittlerweile, komme ganz aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein, habe da mit 14 Jahren über meinen Vater das Fliegen angefangen, dann die übliche Sache mit Wettbewerben, Sportsoldat und ja, viele Wettbewerbe in der Zeit. Mittlerweile bin ich fliegerisch, eher in der Konzentration auf lange Flüge, am liebsten fliege ich einfach so, dass ich den ganzen Tag nutzen kann, das am liebsten in Namibia. Sonst noch gerne in Spanien oder in den Alpen. Allerdings will ich auch ganz gerne mal was mal an neuen Orten. Zum Beispiel war ich jetzt die letzten 2 Jahre, letztes Jahr und das Jahr davor in den USA, ein paar Mal in Chile, solche Sachen immer wieder gerne.
Beruflich bin ich zweigleisig unterwegs. Einmal etwas naheliegend bin ich im Cockpit in Frankfurt stationiert bei der Hansa. Und als zweites bin ich noch beim DLR angestellt. Da mache ich Ingenieursdoktor, eine Promotion. Und in dem Rahmen bin ich auch regelmäßig in Braunschweig. Privat bin ich eingleisig unterwegs, verheiratet und habe mittlerweile einen 5 Monate alten Sohn. Wir wohnen in Frankfurt. Weil du vorhin gefragt hattest wegen Namibia. Namibia bin ich mal dazu gekommen, also vor ganz langer Zeit mal, weil das erste Mal war ich da unten mit dem Axel Nuss. Das war im Rahmen von Chef der Kühe. Da habe ich einen Preis gewonnen dafür, dass ich besonders oft außen gelandet bin. Ja, das war doch mal ein guter Preis für sowas. War ein mega Preis. Da bin ich mit damals 18 Jahren irgendwie damals vollkommen unvorstellbar nach Namibia und bin da 10 Tage mit ihm geflogen in seinem Nimbus 3DM. Und war natürlich damals ein unglaubliches Erlebnis für mich. Und danach ging es dann, seitdem bin ich in Bitterwasser eigentlich jedes Jahr, also nicht seitdem, aber dann bin ich ein paar Jahre später, hat mich der Klaus Reinhold gefragt, ob ich mal mit ihm runtergehen mag. Und seitdem bin ich jetzt seit 10 Jahren eigentlich jedes Jahr in Namibia. Ja. Also ich weiß, du warst ja auch schon in Südafrika und ich werde ja oft gefragt, was ist besser oder wo ist der Unterschied zwischen Südafrika und Namibia? Jetzt, du kennst auch beides. Warum gehst du nach Namibia? Oder was ich denke mal, das ist eine Geschmackssache. Also für mich ist ganz klar, das Fliegen in Namibia interessanter, weil ich dieses thermische Fliegen sehr gerne mag. Und vor allem dieses Konvergenzenfliegen, diese Linienfliegen, das ist das, was mir liegt, was ich gerne mache, was mich begeistert. Das Fliegen in Südafrika ist halt ein ganz anderer Charakter, dieses Hangfliegen. Ich fand da zum Beispiel diesen Run, wo man da eine Westhänge entlang über die Küste fliegt, da, wie heißt die nochmal, Falls Bay, ne? Genau. Und das fand ich schon mega spektakulär, aber es war halt eine ganz andere Fliegerei. Ich habe mich da ertappt, dass jedes Mal, wenn ein bisschen Thermik war, die man ja eigentlich, wenn man das auf Geschwindigkeit optimiert, nicht nehmen sollte, weißt du ja selber, jedes Mal, wenn man Thermik nehmen musste, habe ich mich jedes Mal wieder gefreut. Und also da bin ich da halt falsch aufgehoben. Ne? Also du weißt ja, wie es ist, da darf man das... Ja, aber es heißt falsch aufgehoben. Also ja. Man muss, glaube ich, Südafrika jetzt auch unterteilen. Südafrika, die Inland, ne, diese Potchefstroom und Garib und Bloemfontein und wie es alles heißt. Ich glaube, das ist von der Fliegerei ähnlich wie... Namibia kann ich jetzt aber selber auch nichts dazu sagen, sondern ich kann ja auch nur Booster sagen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich sage den Leuten immer, also wenn es darum geht, möglichst viele Kilometer, möglichst viele Punkte zu fliegen, dann muss man definitiv nach Namibia. Ich glaube, da steht Namibia definitiv ganz vorne. Der große Vorteil von Südafrika, also von dieser Kap-Gegend, finde ich, du kannst da auch hingehen, mit einem Partner, der nicht fliegt, wo man sich, glaube ich, in Namibia schwer tut, weil der am zweiten Tage am Pool wahrscheinlich dann eher nicht mehr so beschäftigt sein wird, weil du kannst zu viele tolle Sachen machen, dass der Urlaubsfaktor daneben einfach anderer ist. Ja, da kann ich dir voll zustimmen. Das ist definitiv so. Ich war auch ein paar Mal in Garib und das Fliegen da ist super und das sind tolle Bedingungen, aber nicht die Bedingungen, die man in Namibia hat. Ich würde mal sagen, Namibia ist einmal von der Flughäufigkeit, also von der Wetterhäufigkeit, deutlich besser, wirklich eine Riesenecke, 50% würde ich jetzt einfach mal raushauen. Und von den Bedingungen selber an den guten Tagen, selbst an den, also es gibt ein paar gute Tage in Südafrika, die so gut, die an die namibianischen Bedingungen ranreichen. Aber man hat da einfach nicht die Hitze und diese Basis. Na, hat man teilweise schon, aber die sind sehr rar, diese Tage. Die gibt es immer mal wieder. Die Jungs aus Potchefstroom, die fliegen ja mit ihren JS1 und 3 da manchmal unglaubliche Dinge. Aber das sind halt ganz rar gesäte Tage, die oft dann auch in Überentwicklung und so enden und dann halt früher enden. Und Namibia ist ein perfekter Grad aus
sehr labil und explosiv, aber noch nicht zu labil und explosiv. Und das ist halt der Vorteil von dem Standort. Ich glaube, es hat sich ja so ein bisschen verschoben, weil Südafrika ist ja außer Wooster, glaube ich, findet man ja kaum mehr einen, der dahin fährt. Während in Namibia, habe ich den Eindruck, wird es immer mehr, oder? Ja, es ist halt einfach auch ein sehr intensives Fliegen. Also wenn man halt, man sagt, man hat 2 Wochen Zeit, mehr Urlaub geht nicht und man will halt maximal viel fliegen und tolle Flüge, große Strecken haben, dann ist in Namibia sicherlich der bessere Ort. Wenn man sagt, man will den ganzen Winter verbringen da unten und will auch noch ein bisschen was anderes machen, vielleicht auch seine Ehefrau mitnehmen oder Familie, dann schätze ich mal, dass man da auch außerhalb vom Fliegen halt mehr in Südafrika findet, ja. Gut, aber das ist ja gar nicht das Thema. Wir sind ja heute zum Thema Namibia. Und jetzt, ich sage jetzt mal, man kann ja nicht einfach, so wie man in Europa sagt, ach Mensch, ich fahre jetzt mal irgendwo hin zum Segelfliegen und dann suche ich meinen Verein, weil da unten ist ja eigentlich nichts. Die gesamte Infrastruktur wird ja aus Europa darunter geschafft. Na, es gibt ja 4 Zentren. Das ist Bitterwasser, glaube ich, war das erste, wo wir uns jetzt im Vorgespräch schon mal überlegt haben, wie lange gibt es? Wusste keiner von uns. Vielleicht von unseren Zuschauern kann es jemand in den Chat schreiben, wenn es jemand weiß. Und jetzt eben in den letzten Jahren sind eben noch diese 3 anderen Zentren, Veronika, Pokweni und Kiripoti, entstanden. Wobei im Prinzip ist überall das Gleiche ist. Die Flugzeuge werden aus Europa mit Containern darunter geschafft. Und dann kann man die da unten chartern. Und jetzt mal die Frage hier, wenn jetzt ich auf die Idee kommen möchte, ich möchte nächste Saison in Bitterwasser oder in einem dieser anderen Zentren fliegen, wie gehe ich da vor? Also, und das ist schon, wie man das macht an für sich, wenn man jetzt ein eigenes Flugzeug mitnehmen würde, dann ist die Verschiffung, die findet dann schon im September des Vorjahres statt. Also wenn man sich überlegt, ob man da hingehen möchte mit seinem eigenen Flieger, sollte man sich bei den verschiedenen Zentren melden, Bitterwasser, Kiripoti, Veronika oder Pokweni. Und dann wird sein eigener Flieger wird normalerweise mitgenommen. An für sich, wenn man seinen eigenen Flieger nicht hat, kann man einen Flieger buchen, sei es in Bitterwasser, Pokweni oder bei den anderen, bei den Zentren. Und so ein Doppelsitzer kostet ungefähr plus minus 400 Euro am Tag. So, wenn man sich das teilt, sind es ungefähr 200 Euro pro Tag, wo man halt zahlen muss, ne? Bei einem gecharterten Flugzeug. Jetzt für den Rest, für den Planung, sagen wir mal, du willst jetzt runtergehen und nicht mit deinem eigenen Flieger, dann buchst du deinen Flug im Internet oder bei einem Reisebüro und besorgst dir eine Unterkunft jeweils auch bei diesen verschiedenen Zentren. Die Preise für, sagen wir mal, Übernachtung und Vollpension, die liegen so zwischen 120 und 200 Euro in Bitterwasser. Und ich glaube, die anderen Zentren, die haben ähnliche Preise. Also ich glaube nicht, dass da einer viel billiger ist oder viel teurer. Dafür bekommt man auch Vollpension, ein sehr ausführliches Frühstück, abends ein fantastisches Abendessen in Bitterwasser. Kann nur davon schwärmen. Und mittags gibt es Mittagessen und dann noch einmal um 17 Uhr gibt es noch Kaffee und Kuchen. Die Flüge, die sind hauptsächlich von Frankfurt, aber wie gesagt, andere Leute, die kommen halt eben dann von Paris oder sonst irgendwo aus der Welt und landen dann in Windhoek oder fliegen über Südafrika und nehmen dann einen Anschlussflug dann nach Windhoek. Und da sind die Preise auch unterschiedlich, sagen wir, von der Jahreszeit im November respektive im Januar oder Mitte Januar ist das halt eben billiger als mitten um die Weihnachtszeit. Und da variieren die Preise auch zwischen 800 und 1200 Euro in der normalen Klasse. Und dann, wenn man, sagen wir mal, in Windhoek ankommt, hat man die Möglichkeit, entweder
sich ein Auto zu mieten oder man reserviert sich ein Taxi über die verschiedenen Zentren und dann dauert die Fahrt zwischen Windhoek zu den verschiedenen Zentren Mitterwasser und so maximal 2,5 Stunden. Und das wird dann auch jeweils von den Zentren organisiert. Ich glaube, man kann sich, muss das mal so erklären, man bucht eigentlich dieses Rundum-Sorglos-Paket. Genau. Ja. Eins dieser Zentren, da wohnt man, da wird man verpflegt und man hat auch gar keine andere Chance. Man kann gar nicht in die Stadt fahren, oh, heute gehen wir mal zum Italiener oder zum Chinesen. Weil absolut, nee, nee, es gibt nee. Also nichts. Man ist wieder auf einer Insel da, ne? Muss man sich vorstellen. In einer Oase, aber einer wunderschönen Oase. Mit allem, was dazugehört. Ne? Und also für sich, wir machen an für sich nur Fliegen, Schlafen und Essen. Mehr Zeit als anderes hat man nicht. Also. Es muss doch noch was anderes auf der Welt geben, aber wir hoffen nicht. Naja, zumindest mal in den Wochen, wo man da ist, gibt es wirklich nicht viel anderes. Genau. Ja, dann für Leute, die jetzt da so ein bisschen Berührungsängste haben, gibt es ja, sage ich mal, so betreute Fliegenprogramme. Tobi, magst du da kurz ein bisschen was erzählen, was es da gibt? Ja, da gibt es verschiedene Programme. Es gibt, das ist ja schon einige Jahre am Laufen, dieses Flying with the Champions. Und seit kurzem gibt es auch dieses Flying with the Youngsters. Das kommt so ein bisschen aus den, das ist ein bisschen entstanden aus den Förderprogrammen, die vor einigen Jahren der Wilfried Groszkinski angefangen hat, der sehr erfolgreich da immer wieder jedes Jahr eine Gruppe von Junioren mitnimmt, die einlädt für besondere Leistungen. Und aus diesem Kreis von Junioren, die alle mal wirklich top-notch waren, kann man sich dann einen aussuchen und mit dem da für 1-2 Wochen durch die Gegend fliegen, ist man sicher unterwegs, der bringt einem viel bei. Das ist ein super Förderprogramm. Der Manfred Dick steuert da seinen Arkus zu bei. Und ja, genau. Sonst gibt es auch noch weitere Förderpreise, zum Beispiel vom Ralf Böcklin. Und der Guy nimmt immer wieder Junioren mit. Das ist eigentlich mittlerweile, gibt es immer mehr Junioren auch in Namibia, was sehr gut ist. Wirklich, der Altersschnitt ist da mittlerweile, also gibt mittlerweile komplett durch die Bank alle Altersklassen da, die da vor Ort sind, und hat sich wirklich viel getan und immer wieder neue, die Junioren da fördern. Ich kann gar nicht alle namentlich mittlerweile da erwähnen, und entsprechend sieht es dann auch beim Briefing aus. Da habe ich mal ein paar Bilder geschickt. Also das allgemeine Briefing fängt da morgens in Bitterwasser jetzt zum Beispiel um 9 Uhr an. Und nach diesem, genau, am besten mal das von der Gruppe da. Ja, genau, warte kurz, ich arbeite dran. Genau, nach dem Briefing findet man sich dann meistens nochmal in Gruppen ein von den und der Wilfried nimmt zum Beispiel immer drückt einen Temp aus und zeichnet dann bei den verschiedenen Temperaturen die Basishöhe ein. Und darüber ermitteln wir dann den Startzeitpunkt, und dann gibt es eine Beratschlagung, welche Streckenplanung wir machen anhand des Wetters, wo dann alle ein bisschen was dazugeben in ihre Meinung, und am Ende steht dann schon so ein bisschen eine Strecke, die auf jeden Fall sehr gut ist für den Tag. Ob zu optimieren gibt es die bestimmt noch über den Tag, aber oft fliegen wir die sehr so oder so sehr ähnlich ab. Und das ist eine super Sache. Also da profitieren eigentlich alle vor Ort immer davon. Und die Junioren geben da ihren Input, und die erfahrenen Leute geben ihren Input, und das ist super bereichernd. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass inzwischen der Altersschnitt oft in diesen Zentren, und das gilt ja für alle, glaube ich, deutlich gesunken ist. Also ich selber war ja mal vor 15 Jahren da, weil ich auch mal so einen Preis da gewonnen hatte. Das war damals noch über den OLC oder über diesen Bitterwassercup, da war es noch kein Juniorpreis. Und da musste ich sagen, da fühlte ich mich eigentlich so als Ackerflieger da. Und diese Zeiten, glaube ich, sind wirklich vorbei. Ne? Ja, das ist, also wie ich damals mit dem Klaus Reinhold das erste Mal da war ich weiß gar nicht, 23, 24, 25, und war mit Abstand der Jüngste. Und mittlerweile
ist 25 schon, also wenn man 25 der Jüngste ist, das ist schon eher ungewöhnlich. Da laufen auch 18-Jährige rum. Das ist eigentlich eine mega coole Sache, dass da wirklich alles dabei ist. So, das hat sich schon sehr stark gewandelt. Und wie man, wenn man das, ist das Bild, ist es geöffnet oder? Ja, wir sehen nur den Desktop, Betty, du musst da nochmal irgendwas tun. Ach so, das hat dann wohl nicht geklappt. Sorry. Ja. So, jetzt sehen wir es wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall sieht man auf, naja gut, das ist die, ja genau, wie man da auf dem Bild sieht, ist wirklich alles dabei, alle Altersklassen und genau, das ist da die Flugvorbereitung. Wenn du mal weitergehst, dann auf die Temps, so sieht dann mein Bild, wie das dann aussieht mit den Temps aufgezeichnet. Das hatte ich dir auch. Mal kurz, ich sag mal, was ich so dann habe. Genau, du hast mir ganz viele Screenshots von Top Meteo geschickt. Das nutzt ihr da sehr viel oder in der Vorbereitung? Genau. Also weil, aber da kann ich ja mal das zur Flugvorbereitung sagen, also wie ich das mache. Ich arbeite eigentlich ganz wenig mit der PFD, weil ich die nicht so für so aussagekräftig achte, weil die im Endeffekt nur eine Akkumulation von dem ganzen Tag sind. Aber manchmal, gerade in Namibia, sind halt die Linien eigentlich viel wichtiger. Deswegen arbeite ich eigentlich immer mit der Konvektionskarte, also mit der Thermikkarte. Und da erkennt man ja jetzt zum Beispiel hier perfekt diese schöne Linie. Das ist eine klassische Wetterlage, dass man nach Westen hin blau hat und dann im Osten so eine Nordwest-Südost-Richtung, ja, die manchmal ist ein bisschen mehr gekippt, manchmal ein bisschen weniger. Eine schöne Linie, wo man in diesem Übergang eine Linie mit sehr viel Energie hat. Das sieht man zum Beispiel jetzt hier daran, dass man da Basishöhen von 5,1, 5,2 hat. Und dann wiederum, wenn man dann weiter nach Osten geht, über Gobabis hinaus, Richtung Mamuno, dann geht die Basis schon auf 4.000, teilweise 2,5 lese ich da. Da sieht man auf jeden Fall, dass da deutlich weniger Energie ist. Und das ist dann schon so ein klassisches Ding. Es bilden sich eigentlich immer irgendwo Linien in Namibia und die gilt es rauszufinden und das kann man eigentlich über die stündliche PFD besser sehen. Was dabei auch ein bisschen hilft, ist die Konvergenzkarte, nicht bei allen Linien, aber bei manchen, weil zusätzlich dazu, dass ich so Linien, also normale Linien bilden, kommt das dann auch noch zu Konvergenzbildung oder das wird dadurch unterstützt durch die Konvergenzbildung. Durch Konvergenzen. Wie man hier schon sieht, werden überall welche gerechnet. Diese kleinen Konvergenzen sind wahrscheinlich kaum nutzbar, aber man kann schon ganz gut erkennen, wo zusätzliche Energie ins System reinkommt. Mit der Karte arbeite ich ganz gerne. Die ist aber meistens dann erst für die zweite Tageshälfte interessant. Das Ganze kann man dann auch noch erkennen. Genau, hier kann man das, wenn man das jetzt mal von dem 10., das ist ein anderer Tag, da erkennt man zum Beispiel auch, dass ich vorne, wenn man ein bisschen rein, kann man ein bisschen reinzoomen? Genau, ja. Genau, dass ich versuche mal so, ja. Genau, an der vorderen Kante hat sich dann eine schöne Linie gebildet, die dann vor allem nach Süden interessant wird. Weil wenn man da jetzt, ich weiß nicht genau, ob ich davon einen Screenshot geschickt habe oder ich deinen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt noch ein bisschen runterscrollt, dass sich unten, also südlich von Marienthal, dieses MAR, was man da sieht, geht es noch weiter runter. Genau, Richtung Bethanien, das ist BET abgekürzt. Ich glaube, ich kann mich sogar an den Tag erinnern, da haben wir unten dann eine unglaubliche Konvergenz und Wolkenstraßenlinie. Im Endeffekt ist eine Konvergenz, aber eine Wolkenstraße abgeritten. Oder wie? Das war doch da, wo wir ganz weit im Süden waren. Ja, genau. Das waren die. Ja, genau. Und das kann man hier auch schon wunderbar in dem Wetterbericht eigentlich sehen. Also ich finde, da aus dieser Konvergenzkarten kann man das eigentlich sehr gut rauslesen. Und das in Kombination mit den Temps, wo man ganz gut rauslesen kann, wie schlimm die Überentwicklungen werden, wo die sein werden. Wir gucken da durchaus auch verschiedene Orte an, also zum Beispiel Klassiker ist halt Bitterwasser, dann Marienthal als Backup, das ist immer so ein bisschen unser Backup, weil da ist es deutlich stabiler, dass man da abends reingeht, falls Bitterwasser zu sein sollte.
Und dann der labilste Punkt ist dann meistens Gobabis im Nordosten. Genau. Wie oft passiert es grundsätzlich, dass jemand nicht wieder da landet, wo er gestartet ist? Kriegt man wenig von mit? Das kommt so ein bisschen auf die Jahre drauf an und auf die Jahreszeit. Also tendenziell, das ist natürlich immer nur tendenziell, ist es so, dass es im November blauer ist, also weniger Wolken hat und dann Richtung Januar immer, also da kommt man dann in Richtung der Regenzeit, wenn man mehr feuchter wird und dadurch natürlich auch die Überentwicklungen größer, flächendeckender und intensiver werden. Ich glaube, dieses Jahr zumindest aus Bitterwasser gibt es keinen, der wegen Gewitter nicht nach Hause gekommen ist. Also zumindest mal in der Zeit, wo wir da waren. Ich weiß nicht, ob in den letzten Tagen da was passiert ist, da waren ja viele Gewitter. Ich würde mal sagen, so Richtung Januar kann das schon mal passieren. Marienthal ist aber halb so wild, das ist ein ganz guter Airport. Da gab es sogar mal ein Segelflugzeug, was da stationiert war. Das ist, ja, dann landet man da, am nächsten Tag wird man wieder hingefahren und startet wieder davon. Das ist im Endeffekt ein Flugplatz als Ausweich vollkommen in Ordnung. Für mich persönlich ging es eigentlich immer wieder nach Bitterwasser. Hast du das mal erlebt, dass das komplett zu war? Nee, also ich selber nicht. Also ich bin noch immer nach Bitterwasser nach Hause gekommen. Also ich brauche noch nicht, doch einmal, aber das war aus Zeitgründen, bin ich aus Sicherheitsgründen in Kiribati gelandet, aber... Ja. Bei der Westlage, wo Gewitter sind, ist Bitterwasser wirklich der beste Platz, also und der sicherste Platz. Genau, was durchaus mal passiert ist, dass einerseits ein Vorteil von Veronika, das ist in einem Gebiet, wo es zum Beispiel deutlich labiler ist oder Kiribati, das ist ja morgens dadurch einen Vorteil, das geht einfach ein bisschen früher los, sind ein bisschen dichter an der Entwicklung dran. Aber abends, genau andersrum, sind sie halt auch in dem deutlich labileren Gebiet und da passiert es durchaus mal, dass die dann abends nach Bitterwasser noch reinkommen und vielleicht einen Schauer abwarten und dann teilweise sogar noch danach wieder starten, nach Hause fliegen. Also solche Sachen gibt es auch durchaus mal. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Vielleicht müssen wir zu der Organisation noch was sagen, was wir vorher nicht gesagt haben. Im Prinzip gibt es ja nur noch Eigenstarter. Ich kann mich erinnern, früher gab es Schleppmaschinen, da wurden auch Turbos geschleppt und auch reine Segelflieger. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es nur noch Eigenstarter in Namibia, oder? Werden andere Flieger noch verschifft? Nicht, dass ich wüsste. Also nicht in Bitterwasser. Nee, ich glaube, in den anderen ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Und vielen Dank hier an unsere Mitleser hier, also der Heiko Hertig und der Max Mensing, haben Termine rausgefunden, also Anfang der 60er, man ist sich nicht ganz einig, sind wohl die ersten Starts dokumentiert worden. Es kommt noch eine Frage auch aus dem Chat, Lizenzumschreibung braucht es im Prinzip nicht, weil man ja die deutschen Flugzeuge fliegt und nicht die namibianischen. Richtig? Ja, man muss ein Level 4 haben, um da fliegen zu können. Genau, also alleine. Nach Test Level 4 muss man eingetragen haben. Ja, außer man fliegt halt eben mit einem zweiten Piloten, der eine Lizenz hat. Ja gut, okay, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt Namibia will, ich brauche keine namibische Lizenz, weil ich ja das deutsch zugelassene Flugzeug fliege, brauche Level 4. Ja, und man braucht ein SPL, ne? Kein Lappel. Ja gut, okay, mit dem Lappel darfst du eben bloß in Deutschland fliegen, ne? In Europa, glaube ich, oder? Ja, da wollen wir jetzt mal keine Aussage hier treffen und uns mit Unwissenheit. Nein, ist klar, also du musst natürlich den SPL haben. Ja, genau. Gut, und weil wir noch bei der Organisation waren, nur Eigenstarter. Und es gibt keine Anhänger. Es werden ja in Containern die Flieger runtertransportiert. Nö, das stimmt nicht. Also wir haben schon einen Universal-Anhänger da im Bitterwasser. Genau. Also ich kann mich erinnern, dieses Jahr ist ja mal irgendwo ein Arkus außen gelandet. Da gab es dann, also das war, glaube ich, mal ein alter Boccian-Anhänger oder so. Da habe ich sehr schöne Bilder mal irgendwo auf irgendwelchen Seiten gesehen. Und dann sind wir jetzt gleich bei dem nächsten Thema. Außenlanden. Ich meine, es ist alles Wüste. Es gibt da gewisse Unbehagenheiten. Wie schaut es da aus?
Also, Folgendes. Kann ich einfach mal so einen Flug erklären, wo wir nach Nordosten, sagen wir mal, abfliegen? Und dann kann ich auch ein bisschen über diese Auslandemöglichkeiten erklären. Genau, ich glaube, das macht Sinn. Ich habe jetzt mal eine Karte aufgemacht und ich habe auch schon ein paar Flüge aufgemacht, die wir gestern uns ja schon vorgemerkt hatten. Ihr seht das hoffentlich diesmal. Hat es geklappt? Ja, wunderbar. Die Karte ist da. Der Flug. Genau, die Karte ist da. Genau, also wenn man hier reinzoomt, also hier erstmal sind die vier Zentren, Puquini, Bitterwasser, Veronika und Kiriport, ungefähr in so einem Nordost ausgerichteten Viereck angeordnet. Genau, und wir haben uns ein paar Flüge rausgesucht. Ich glaube, wir wollten mit dem hier anfangen, oder Guy, wenn ich mich richtig... Ja, wenn du vielleicht einen hattest, der... Ja, komm, wir nehmen den. Der geht nämlich nach Botswana rein, dann kann ich auch dazu was sagen. Genau, und der hat einen sehr interessanten Abflug eben hier nach Nordosten auch. Ja, und das so ist an für sich ein typischer Nordost-Wetterlage, sagen wir mal, wo im Osten die Wolken stehen, wo wir an für sich gar nicht nach Westen fliegen. Und viele dieser Flüge finden so statt, ich würde mal schätzen, zwischen 80% und 90% laufen so ab. Das heißt, morgens, man startet mit dem Motor und man steigt dann auf 2500 Meter. Das sind dann ungefähr 1250 Meter über dem Platz. Und danach gleitet man an für sich schon ab und man hofft auf die erste Thermik, die dann im Blauen meistens ist. Die ersten Steigwerte sind meistens ziemlich schwach und wie man auf dem Baurogramm sieht, man ersteigt nicht viel Höhe, so dass man... Ja, also ihr seid immer so in 1000 Meter AGL. Man darf nicht vergessen, dass ja der Boden alleine schon auf über 1000 Meter liegt und dass man deswegen selbst 2000 hier... Ja, aber das ist meistens so um die wie der Barro, oder das ist wirklich, ich würde sagen, fast schon ein extremer Barro, der so lange in dieser Höhe dann war. Ne? Also, aber man fliegt dann in Sicherheitsabständen von Pfanne zu Pfanne, man fliegt mit der Wasser los und dann hat man schon, nach dem ersten Bach, hat man schon die nächste Pfanne, wo man reinlanden könnte, das ist in Dörm. Oder man würde auf der Straße landen in Ullenhorst und man kann sich das so vorstellen, die Straßen, das sind Schotterwege und die sind breit genug, um da drauf zu landen. Und dass da ein Auto kommt, in dem Moment, wo man landen würde, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, Entschuldigung. Denn alleine, wenn man von Windhoek nach Bitterwasser fährt, dann trifft man vielleicht zwei Autos. Also, dass da ein Auto kommt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. So, und dann sind auch keine Welle oder Büsche oder sonst was, sondern die ist wirklich einfach landbar. Also, C-Straßen sind überhaupt landbar, weil an für sich da die Büsche links und rechts von der Straße weggemacht werden müssen. Auch, und die werden auch gerodet, auch wegen Brandgefahr, um das, sagen wir mal, wenn einmal Feuer ist, dass das nicht übergreift zu den anderen, Feldern dann in dem Moment. Und wenn man jetzt in Dörm ist und man hat sich, dann arbeitet man sich weiter vor über Veronika, wo man ja auch jederzeit da landen kann. Und von Veronika gibt es dann weiter über die Kiripfannen und dann fangen aber auch schon, muss ich sagen, die normalerweise die ersten Wolken an. Das heißt, die erste Stunde ist meistens im Blauen oder die ersten anderthalb Stunden, wenn man früh starten möchte. Wenn ihr da so im Blauen fliegt, jetzt hast du hier mal ein Bild auch in Wegleit drin, das sieht ja vom Gelände her sehr, sehr homogen aus. Fliegt man da im Blauen irgendwelche Auslöser an oder fliegt man einfach nur geradeaus und hofft, dass man irgendwann einen Bart trifft? Nee, man fliegt schon Auslösepunkte an, sei es diese Pfannen, wo man hier am Knick der Straße sieht, oder Wasserlöcher. Kann sein, dass jetzt auf dem Bild das ein oder andere Wasserloch zu sehen ist. Das sind so kleine Erhöhungen, die vielleicht nur 5 oder 8 Meter hoch sind, aber das reicht schon, um dass da die Thermik, sagen wir mal, auslöst an diesen Punkten. Und was noch ist, wenn wir morgens abfliegen, also man fliegt selten allein los. Das heißt,
sind da meistens, ideal sind es zu viert, aber oft sind wir, dass wir zu 10 Flugzeugen dann gemeinsam abfliegen und dann zeigt schon einer dem anderen den Bach. Und da wir auf einer Frequenz fliegen, werden die Werte auch angesagt und die danach kommenden haben es dann leichter mitzufliegen. Und dann auf Veronika, wie gesagt, kann man sind wieder die Kiripfannen da oder noch andere Straßen und dann ist man auch schon in Gobabis. Das ist auch wieder ein großer Flugplatz. Und dann, sagen wir mal, ehe man in Gobabis ankommt, steigt die Basis unheimlich hoch, schon auf 4000 Meter. Und da fliegt man schon mit Sauerstoff und gut, sehr guten Steigwerten fliegt man dann halt eben weiter. Gibt es sowas wie einen großen Landekatalog oder sind diese irgendwie in einer Datei, diese möglichen Landefelder? Ja, die sind in Dateien, die bekommt man zur Verfügung gestellt. Also diese Landefelder oder Plätze, die wird man schon angezeigt, auch im Alix, das ist gar kein Problem. Aber es gibt keine offizielle Datei, so wie es zum Beispiel in Frankreich ist. Ne? Das sind selbst zusammengesammelte Dateien von Leuten, die sich da mal die Mühe gemacht haben. Da gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das muss man, teilweise sind da auch noch alte Sachen drin. Teilweise zum Beispiel gibt's auch welche, die einfach noch nicht drin sind, weil die ganz neu sind. Im Endeffekt ist es da in Namibia viele von diesen, von den Flugplätzen zum Beispiel, die da sind, oder Landestreifen, die da sind, das sind halt einfach ein Farmer, der so einen Bulldozer bestellt hat, der dann mal zwei Kilometer platt gemacht hat, so eine Schneise in die Buschlandschaft reingefräst hat. Und wenn der halt auf die Idee kommt, das nicht mehr zu pflegen, dann ist das im nächsten Jahr halt nicht mehr landbar da. Also ich meine, da muss ich jetzt mal wieder eine Werbung machen für Landewiesen bei Streckenflug.at. Das wäre natürlich auch so ein Ding, wenn man da das aktuell hält, dass da jeder, der irgendwie sowas weiß, reinstellt, wäre natürlich schon von großem Vorteil. Mhm. Auf jeden Fall, ja. So, wenn man jetzt in Gobabis angekommen ist, dann entscheidet man sich, ob man entweder nach Nordwesten fliegt, das wäre dann nördlich von Windhoek. Das ist dann unheimlich gut zum Landen, also das ist fast wie in Europa, überall Landefelder, das sind Felder, die beackert werden, die bearbeitet werden, ist absolut gar kein Problem, da zu landen. Dann gibt es die Möglichkeit, weiter zu fliegen in derselben Richtung zum nordöstlichen Knie, das ist die Ecke zu Botswana, ja genau da. Da fliegt man normalerweise bis an diese Ecke und nimmt die andere Ecke, die linke. Ja, genau die. Und dann entscheidet man sich, kann man entweder genau südlich fliegen, den Zaum entlang, nennen wir das, ist sehr gut zu orientieren. Auf der linken Seite, wenn du runterfliegst, hast du dann Botswana, auf der rechten Seite hast du Namibia. Und wenn man kann auch nach Botswana reinfliegen, da haben wir die Erlaubnis da dazu. Aber wenn man das macht, sollte man sich im Hinterkopf merken, dass es da sehr schwer zu landen ist. Also es gibt da Pfannen, da kann man ruhig drauf landen, aber die Rückholtour, die wird dann schon einige Tage dauern, bis man überhaupt zu der Pfanne hinkommt. Denn an für sich gibt es nur eine Straße, die ich kenne in Botswana, das ist die von der Grenze von Mamuno nach Maun geht. Und das andere sind wirklich, das sind keine, nicht mal mehr Schotterstraßen, sondern das sind Pfade. Und da mit jemandem aus einer Pfanne da rauszuholen, also ich würde schätzen, das dauert einige Tage. Und man sollte dann auch mit Tieren rechnen. Also mit Tieren meine ich nicht da Skorpione oder kleine Spinnen, sondern auch schon Löwen. Und das ist vielleicht nicht so angenehm, dann die Nacht da zu verbringen im Flieger. Also das sollte man sich schon gut darauf vorbereiten und auch ein Satellitentelefon dabei haben und auch ein Notfallset, wenn man so eine Außenlandung machen würde und auch noch zusätzlich noch einiges trinkbares Wasser bei sich haben, damit man 2 Tage da durchhält. Gibt es denn eine Vorschrift, dass alle, oder ist es nur eine Empfehlung, mit Spot oder irgend sowas fliegen? Ja, wir sind
erstens mal müssen wir mit Spot fliegen, denn wenn was passiert, das Spot, das funktioniert immer. Das Flarm funktioniert auch, aber es kann da Aussätze haben oder dass das Flarm nicht überall, dass Stationen sind. Das, also, aber das Spot ist ein Muss und ein Flarm muss man auch haben, um in Namibia zu fliegen. Und das ist bei, würde ich sagen, bei jedem Zentrum so. Also in Bitterweiß weiß ich mal, dass es so ist. Ja. Und es müssen auch beide mit Spot fliegen. Ich habe ja schon einen Doppelsitzer. Also falls eins ausfällt, hat man so das andere. Ja, und das ist diese normale, diese östliche Variante. Und dann kommt man halt eben zurück wieder nach Namibia rein und sucht sich dann einen Punkt, um einen schönen anderen Flug dann zu machen, dann in dem Fall. Genau. Das ist nur so ein Nebensatz, nur gesagt, wir dürften nach Botswana reinfliegen. Ich glaube, es ist jetzt so, dass dann immer Flugpläne, so Sammelflugpläne gemacht werden. Genau, morgens trägst du dich in Bitterwasser in einer Liste ein, ob du gerne nach Botswana reinfliegen möchtest, machst ein Kreuz hinter deinen Namen und dann wird eine Sammelfluggenehmigung angefragt für den Tag. Aber man muss dann irgendwie Grenzüberflug mit irgendjemandem sprechen oder? Ja, ja, du meldest dich, wenn du über die Grenze rüberfliegst, meldest du dich an. Und, wenn du raus, und wenn du rausfliegst, meldest du dich wieder ab. Mehr ist es nicht. Und die Verbindung klappt auch? Ja, meistens antwortet keiner. Aber okay, weil das würde mich jetzt so als Airliner wundern, weil du kriegst ja normalerweise von da unten selten irgendwelche Funk. Also du, geantwortet wird. Also aus Botswana, die antworten seltenst. Aber man sollte sich ein- und abmelden. Ja. Wir haben jetzt den Nordwestabflug so jetzt mal gesehen. Tobi, du hattest ein bisschen vor noch über den über den Nordwestabflug zu sprechen. Den Nordost haben wir jetzt ja gerade schon angeschaut. Da haben wir diesen Flug in der Vorbereitung ist mal ausgeguckt. Ja, ich würde das gerade mal einfach mit meinem Bildschirm machen. Wollen wir den auch durchgehen? Gerne. Also mit meinem Bildschirm. Genau. Machen. Du kannst gerne selber teilen. Würde ich den genau teilen. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja, also nach Nordwesten ist die Situation ähnlich gut wie nach Nordosten. Das ist einer der Gründe, warum das auch so ein bisschen die vornehmlichen Abflugrichtungen sind, also Nordwesten deutlich seltener als nach Nordosten, aber immer noch relativ häufig. Da fängt man eigentlich an, dass man direkt Endanflug im Bitterwasser hat auf diese nordöstlichen Pfannen von den Kentani-Pfannen, wie man hier sieht. Das sind auch immer gleich gute Auslösepunkte. Das passt eigentlich auch immer ganz gut. Und als nächstes ist man dann auch schon direkt im Gleitbereich von Pogweni. Danach kommt ein Gebiet, was ein bisschen weniger hat, aber es gibt einmal dieses Grabenstein und außerdem fliegt man die ganze Zeit parallel. Hier hinten ist ein bisschen weiter ausgeholt, aber parallel zu dieser Straße, die nach Rehoboth geht, das ist auch eine Zählstraße, auf der man landen kann. Und allgemein sollte man hinter im Bereich von Pogweni mal wieder ein bisschen Höhe sammeln, um dann wieder als nächstes, die nächste Auslandmöglichkeit ist wieder Rehoboth. Das ist auch ein richtiger Flugplatz, wo man auch landen kann und wahrscheinlich sogar wieder starten kann. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Zustand da ist, aber. Doch, doch. Ja, Mann, ne? Ja. Genau. Also es ist auch eine sehr gute Auslandmöglichkeit. Dann kommt man allerdings in ein Gebiet, was extrem unwirtlich ist. Das ist dann das Vorgebiet von der Abbruchkante. Wenn ich mal ein bisschen weiter rauszoome, sieht man das eigentlich ganz schön. Hier diese Linie ist die sogenannte Abbruchkante. Daher kommt man hier von der Kalahari zur Namib-Wüste. Das ist hier diese Steppe, über der man fliegt. Und dann kommt man hier über so Berge. Da geht es nochmal weiter hoch. Das geht bis zu 1500 Meter, vielleicht sogar noch ein bisschen höher in dem Bereich. Das ist eine sehr unwirkliche Landschaft. Sieht so ein bisschen so aus, wie man sich das auf dem Mond vorstellt. Sehr schroff und da wohnt wirklich gar nichts und sehr unlandbar. Allerdings dann unten am Fuße von der, da geht es dann 500, 600 Meter runter, wirklich sehr steil runter. Und unten am Fuße davon, da ist dann die Namib-Wüste, die ist sehr flach und da ist auch einige
da ist eigentlich alle paar Kilometer ist irgendeine Lodge, weil das ein sehr schönes Gebiet ist für Touristen, mit Airports, wo dann die Touristen eingeflogen wird, mit Airports, also mit kleinen Landefeldern, wo man auch wieder landen kann. Das gefährliche Gebiet ist eigentlich, ehrlich gesagt, das Gebiet dazwischen, sag ich mal, die 50 bis 100 Kilometer bis zur Kante. Man hat keine Höhe, um über die Kante nach Westen abzuhauen. Das ist ziemlich unlandbar. Da gibt es hier im Bereich, in dem Bereich ein Außenlandefeld oder einen Flugplatz, neuen, der sehr gut aussieht. Allerdings ist der in Google Maps jetzt hier nicht zu finden. Das haben schon einige moniert. Ja, anscheinend sind da die Google Maps Bilder einfach noch nicht aktuell genug. Aber allgemein sollte man auch da hier im Bereich von Rehoboth, wenn man wieder ein bisschen reinsucht, ist ja hier ist Rehoboth, einfach nochmal ein Stückwerk höher gehen. Also ist aber auch meistens so, dass so der Klassiker, dass dann hier im Bereich von Rehoboth spätestens die ersten Wolken stehen und die gehen dann auch über 4000 plus, also 4,5 oder sowas schon. Und damit hat man dann die entsprechende Arbeitshöhe, um da sich entlang zu hangeln. Wirklich tief runterfliegen würde ich in dem Bereich aber auch nicht. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne mal ein bisschen was allgemein zu der Aufteilung des Fluggebiets in Namibia sagen. Segelflugräume. Das Ganze ist ja so ein bisschen aufgeteilt in den Westen, da halt ist diese Abbruchkante, die teilweise unglaubliche Konvergenzen liefert und die halt optisch auch sehr viel bietet. Man fliegt da wirklich über diesen schroffen Felsen und dieser Kante wirklich, die fällt halt teilweise 500 Meter runter, fliegt man entlang. Nach Westen hat man dann die Namibküste, die einem so ein bisschen wie das Ende der Welt vorkommt. Da sind teilweise ganz schlechte Sichten. Und man guckt da so rein und es endet einfach im endlosen Sand. Dieser Sand ist dann auch teilweise noch ganz rot angefärbt und neben schwarzen Felsen und der hellen Flecken. Das ist optisch ziemlich spektakulär. Dann hat man im Süden eigentlich ziemlich endlose Weiten. Bis Südafrika kann man da fliegen. Es gibt dann noch einen Segelflugwerksektor, da kann man bis knapp 6000 Meter. Und der endet dann irgendwann, aber bis hier unten kann man theoretisch fliegen, was dann schon über 300 Kilometer entfernt sind vom Bitterwasser. Und dann ist noch dieser Zipfel von Südafrika, den man hier sieht, der ist auch noch eingeschlossen, in dem kann man auch noch fliegen. Nach Südafrika selber darf man nicht rüber. Das ist nicht in dem Agreement drin. Ne? Und nach Norden. Ihr seht ja hier das so ein bisschen gelblich eingefärbte. In dem ganzen Gebiet darf man auf Flugfläche 195 und nach Norden in dem Gebiet darf man nur auf 145. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber bei den entsprechenden Wetterlagen ist es dann teilweise schon, dass man schon über 1000 Meter unter der Basis muss man dann manchmal aufhören. Und ist trotzdem aber ein super interessantes Gebiet, kann man sehr schöne Flüge machen. Was komplett verboten ist, sind die beiden inneren Kreise vom Windhoek-Sektor. Also im Endeffekt ist das hier die Linie. Da darf man gar nicht rein, auch nicht mit Freigabe. Das ist nicht inbegriffen in dieser Segelfluggenehmigung, die jedes Jahr wieder neu angefragt wird beim Militär in Namibia. So, das ist so ein bisschen die grobe Aufteilung, was man von Gebieten in Namibia. Dann wollte ich nochmal allgemein was zur Wüstenfliegerei erzählen. Diese Wüstenfliegerei ist ja eine relativ spezielle Fliegerei. Man fliegt da ja komplett in Warmluft. Warmluft hat ja eher so eine negative Konnotation aus Deutschland oder ja, aus dem Wetter, was wir normalerweise haben. Warmluft ist eigentlich eher nicht so positiv. Aber man fliegt da in dieser überhitzten Warmluft, die man das zum Beispiel auch in Spanien hat. Oder im Spätsommer in Südfrankreich oder zum Beispiel auch, das haben wir dann alle, glaube ich, erlebt, in diesem August, also August 22, da war es in Deutschland ja auch so heiß, dass dann die Temperaturen wirklich weit über 30 Grad jeden Tag gingen, wo dann die Warmluft irgendwann anfängt, richtig gut zu werden. Und das Ganze ist allerdings halt ein bisschen spezieller. In Namibia ist es dann teilweise so heiß, dass Warmluft im Endeffekt so ein bisschen wie Kaltluft funktioniert. Sprich, man hat sehr zuverlässige Wolken,
Ganz anders, als man das von Warmluft gewohnt ist, zieht da fast jede Wolke, was irgendwie wirklich was Besonderes ist, finde ich. Das gibt es an nicht so vielen Orten mit Warmluft. Und man hat ganz viel Linienfliegerei, also so Konvergenzen und auch Linien. Also viel, viel mehr, als das noch in Europa der Fall ist, konzentriert sich die durch die extreme Basishöhe, die man hat, konzentriert sich die Thermik auf Linien, weil es bilden sich so Systeme und diese Systeme brauchen unglaubliche Mengen an Luft und dadurch töten sie quasi ringsrum alles, also oder da geht nicht besonders viel thermisch und an diesen Linien, da fühlt sich das so an, als wenn es eigentlich nur hochgeht. Also es sind unglaubliche Effekte, wenn die sich über den Nachmittag dann irgendwann ausgebildet haben, die Linien, dann muss man an den entsprechenden Punkten sein. Alles andere geht dann mäßig oder einigermaßen okay, aber wenn man dran ist an der Linie, ja, dann muss das gar nicht unbedingt die Konvergenz im Westen sein, dann steht das und dann ist das auch der Punkt, wo man dann im späten Abend sein muss, weil das dann durch die Massenträgheit auch noch einfach weiterläuft in die späten Abendstunden rein. Und wie erkennt man das? Das ist ja die große Frage. Woher weiß man vorher, wann man wo sein muss? Ja, genau. Einmal, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen über den Wetterbericht. Also ich gibt ja verschiedene Wetterberichte. Ich bin da, ich arbeite komplett mit Top Meteo. Finde, da sieht man das hervorragend. Ich finde die Wetterberichte, sie stimmen nicht aufs Detail, aber man kann, finde ich, immer diese Gebiete mit besonders großer Energie, die kann man ganz gut rauslesen, durch vielleicht ein bisschen höhere Basishöhe. Also Basishöhe ist auch meistens gleich Thermikgüte so in Namibia. Zumindest mal, wenn irgendwo bei höherer Basis ist, dann bedeutet das, dass es auch wirklich besser ist, weil der Boden halt so konstant ist, bedeutet das dann meistens, dass da halt irgendein Effekt stattfindet, dass man da halt mehr Energie drin hat. Und darüber kann man das ganz gut erkennen, wo wirklich die Linie steht. Und im Flug arbeiten wir sehr viel mit dieser Top-Meteosat. Man kann sich da SIM-Karten holen und hat in der Luft zumindest mal ausreichend guten Empfang, dass man eigentlich ja alle halbe Stunde, Stunde ein Bild bekommt. Und darüber hat man einmal diesen Vorteil, dass man halt sieht, wenn sich solche Linien bilden irgendwo, weil man halt dann meistens halt eine schöne Wurst hat, ja, eine Thermikwurst und dann daneben auch schwächer mit weniger Bewölkungsgrad kristallisiert sich das eigentlich im Satellitenbild ganz schön heraus. Ja, genau, das ist zum Beispiel so ein frühes Stadium von einer ganz guten Linie. Hier sieht man zum Beispiel direkt, wir zielen darauf zu, hier nach Norden. Das ist dann im späteren Verlauf eine schöne Schauerlinie geworden, auf der dessen Westseite, weil im Nachmittagsverlauf ist es dann meistens ja so, dass die Sonne halt dann immer vom Westen reinkommt und die Energie liefert, hat sich dann auf der Westseite da eine tolle Linie entwickelt, die wir dann bis spät in den Abend reingeflogen sind und erst ganz spät abends dann abgedreht haben in Richtung Bitterwasser. Und das heißt, im Flug arbeitest du hauptsächlich mit Satellitenbildern? Ja, ganz genau. Das ist noch die Handy hängt an der Seite und läuft immer mit und schaut sich an. Ich mache das abends aus, wenn auch nicht viele Wolken sind, aber spätestens, wenn der Bedeckungsgrad ein bisschen höher geht, dann mache ich das an. Und es hat halt auch den Vorteil, wie man hier zum Beispiel jetzt sieht, man fliegt ja unglaublich raumgreifend. Also wie gesagt, 200-300 Kilometer weg, das ist eigentlich jeden Tag der Fall. Und trotz der tollen Sichtweiten, die man in Namibia hat, kann man über die Sichten halt nicht mehr einschätzen oder auch nicht, also nicht mehr sehen oder überhaupt nicht mehr einschätzen, wie das Wetter zu Hause sich entwickelt. Und da man doch relativ häufig in schaurigen Wetterlagen, sage ich mal, fliegt, ist es halt essentiell zu wissen, was passiert zu Hause. Kann man da noch landen? Muss man demnächst umdrehen? Weil man ja doch selbst bei den hohen Schnittgeschwindigkeiten 2 Stunden bis nach Hause braucht. Und genau. Da hilft die Top Meteosat dann auch wieder, Sat-App, da kann man dann nochmal angucken, wie hoch die Wolken schießen, wie heftig die Schauer dann wären, hier über die Temperaturkarten noch.
Genau, also das ist auch mal so, auch noch ein Sicherheitsfeature, was ich sehr, als sehr wichtig erachte für das Fliegen da unten. Genau. Schaust du dir dann im Flug diese Konvergenzvorhersagen, die du dir vorher angeschaut hast, schaust du dir aber nicht mehr. Das machst du dann rein über Satellitenbilder. Jein, wir haben es jetzt auch mal gemacht. Das ist ein neues Feature in der App, dass man das auch über den Tag sich angucken kann und auch aktualisiert noch angucken kann. Wir haben es ein paar Mal gemacht, so richtig in meinem Flow ist noch nicht drin. Ich glaube, der Guy hat da schon ein bisschen mehr mitgearbeitet. Das ist ein Video, was der Guy mal mir geschickt hat. Ja. Ihr seht das jetzt flüssig. Mega schön. Ja, das ist wirklich, das ist mal so eine richtige Konvergenz, ja. Ja, das war wirklich unglaublich, das Ding. Das ging wirklich nur gerade aus. War die dann genau da gestanden, wie vorhergesagt? Ja, naja. Also weil das glaube ich ja, so wie ich den Bernd Goretzky einschätze, er fliegt ja selber auch so viel da unten. Und ich sage ja immer so ein bisschen ketzerisch, immer da, wo Bernd fliegt, da stimmt sein Modell zu 100%, weil er genau weiß, wo an welcher Schraube da drehen muss und dann passt es zum Schluss. Ja, der fliegt halt auch immer in den Gebieten, wo gute Untergründe sind, wo es ist, das hilft halt. Und die Prognose ist sehr, sehr gut bei diesen Wüstenwettergebieten, also trockene Böden. Also bei trockenen Böden ist die Wettervorhersage, finde ich, sehr, sehr gut und zuverlässig, kann man allgemein sagen. Und das sind natürlich auch die interessanten Fluggebiete eigentlich, wenn man das optimieren will. In Spanien ist das genauso. Mhm. Ganz genau, ja. Da will ich nochmal einen anderen Flug zeigen, wo man so ein bisschen die Flugphasen sehen kann. Der Benjamin kann ja auch ab und zu mal ein Foto reinschmeißen. Ah ja, genau. Ja klar, gerne. Also genau, wir können gleich wieder nochmal zurück zum Guy. Vielleicht, Guy, kannst du ein paar Sachen erzählen, weil du hast fantastische Bilder geschickt. Seht ihr jetzt, oder? Ja. Ja, das ist... Genau. Das ist zum Beispiel ein Flug, wo der Tobi vorhin erzählt hat, das ist die Abbruchkante. Da siehst du eine schöne Konvergenzlinie oben drüber und unten halt dieses schroffe Gebiet. Und auch da siehst du auch den Wüstensand, der einmal dann rot ist, dann wieder gelb, hast schwarze Berge drin und ja, ist einfach genial auch fürs Auge da zu fliegen. Das ist schon ein richtiges Erlebnis, muss ich sagen. Und dann wieder. Das dürfte die Wolkenstraße bei Bethanien sein, ne, im Süden. Ja. Ja, genau. Das sind diese. Also, wie gesagt, ganz rechts hast du die Kalahari, dann hast du hier dieses gebirgliche, ähnliche Gebirgszug und links davon ist die Wüste. Ne? Also, wenn gar nichts mehr geht, könntest du auch da rein fliegen. Ne? Ja. Ja, da kann man es wunderschön erkennen. Mhm. Ja. Und auch dieser Dunst, da wird auch schon vom Westwind der Wind aufgewirbelt und in die Wolken reingesaugt. Das kann man auch da erkennen auf dem Bild. Merkt man da auch schon den Einfluss vom Atlantik her dann durch den Westwind? Oder ist es noch zu weit weg? Nee, das merkt man schon. Also der Wind, der bläst schon heftig vom Atlantik darüber und dadurch entsteht ja auch diese Konvergenz. Es ist einfach nur die Konvergenz, entsteht ja nur durch das Zusammenstoßen von zwei Luftmassen. Einmal vom Westen her und dann halt eben auch aus der Kalahari, dem wärmeren Wind und die stoßen dann beide zusammen und so entsteht diese Konvergenz dann in dem Fall. Das ist ja diese Konvergenz, die so als Bitterwasser- oder Namibia-Konvergenz in den Köpfen der Leute ist, oder? Ja, das ist sie. Genau. Also das sind traditionelle Schnitte geflogen worden. Ich glaube, da jenseits der 200 irgendwelche Bundesliga- oder Ligaschnitte. Ne? Da, wie gesagt, da fliegst du nur noch geradeaus. Ne? Das ist selten, dass du überhaupt dann kreist, außer du bist jetzt einmal, dass du runter auf 3000 kommst, dann fängst du wieder an mit Kreisen. Aber auch die Bärte selbst sind sehr stark. Aber ich habe jetzt hier
mal einen Haufen Flüge von diesem Jahr, jetzt glaube ich bloß Dezember 2022, also gar nicht so lang jetzt geladen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass irgendwie dieses Jahr diese Konvergenz bisher noch nicht so viel beflogen worden ist. Also die wäre ja hier so auf dieser Nord-Süd-Achse in der normalen Fläche. Ja. Ja, also das ist an für sich schade, dass der Bernd Goratzky nicht zugeschaltet ist. Der könnte dann dieses Effekt auch den Klimawandel, was auch in Namibia stattfindet. Also diese westliche Linie sind wir dieses Jahr wirklich selten geflogen. Was sonst die Jahre, sagen wir mal, Hälfte Westlinie und Hälfte Ostlinie, aber dieses Jahr wirklich sehr, sehr selten. Aber ich finde, das ist eigentlich, das ist zwar schade, aber es gibt halt was man jetzt hier, diese Linien auch überall. Ne? Also es gibt halt auch, die gibt es nicht nur im Westen, also die Konvergenzlinie zum Beispiel, das Video, was du gerade eben gezeigt hast, das war in der Nähe, das war nördlich von Gobabis. Also diese Konvergenzlinien gibt es überall in Namibia und durch diese Heftigkeit der Bedingungen an sich bilden die sich ja überall stark aus. Also nicht nur im Westen gibt es gute Konvergenzlinien. Absolut, ja. Man sieht ja jetzt sehr schön den Luftraum von Windhoek, aber wenn ich es so richtig sehe, nur zwei Leute, die mal außenrum geflogen sind. Was ist da der Grund? Warum macht man das nicht? Ja, die Schwierigkeit ist der Westen von Windhoek. Die Westpassage quasi, der Teil, ja. Das ist ein, wie habe ich ja schon vorhin angesprochen, eine sehr unwirtliche Ecke. Und oft ist es so, dass von Westen der Wind reindrückt, also dieser Westwind reindrückt und einem der Weg, Rückweg da einfach abgeschnitten wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Gegenuhrzeigersinn entlang fliegt und wenn man im Uhrzeigersinn entlang fliegt, dann gibt es eigentlich nicht so oft Wetterlagen, wo da im Westen das morgens gut aufbaut und dann abends man im Osten mit Wolken entlang wieder zurückfliegen kann. Das ist einfach der Wetterlage, dem verschiedenen Wetterphänomenen da geschuldet. Ja. Aber was man aus diesen Bildern, glaube ich, schon ein wenig heraussehen kann, sind, dass diese Linien sich immer wieder an ähnlichen Stellen bilden. Ne? Also ich meine, am Anfang ist klar, weil einfach die Zentren da sind, das sind die Anflüge und Abflüge von den Flugplätzen. Aber es sind doch deutliche Massierungen auf gewissen Linien vorhanden. Ja, du, Matthias, wir haben nur 10 Wendepunkte. Darum kommen diese Linien. Ja, immer diese Wendepunktfliegerei. Ja, ich wollte noch mal was zeigen zum Thema, so wie so ein typischer Tag aufgeteilt ist und wie man da typisch durchgeht durch den Tag. Und zwar, da habe ich mal einen Flug hier und den kann man, der ist ganz schön, da gibt es ja jetzt bei Wigler dieses, oder bei OLC auch, dieses Hinterlegen mit Satellitenbildern. Und da sieht man halt schön, der erste Teil des Fluges ist immer dieses, was Guy auch berichtet hat, dieses durch das Blauthermik kämpfen mit sehr schwachen Steigwerten und niedriger Basis. Und dann kommt man meistens hinter Kurzhitte Veronika oder hier bei den Kiripans kommt man das in die ersten Wolken rein, wo es dann über 3000 geht. Und in dem Falle war es so, dass ab da spätestens meine Satelliten-App gelaufen ist oder unsere Satelliten-App von wie auch. Und wir gesehen haben, da, wie in der Prognose beschrieben, bildet sich da Richtung Südafrika-Zipfel eine schöne Linie. Dann sind wir da halt nochmal ein bisschen reingeflogen in dieses schaurige Gebiet, soweit das irgendwie möglich war, um taktisch da noch einen Wendepunkt reinzulegen. Und was ich finde, ich ganz schön an dem Flug sehen kann, ist, dass man sich dann quasi immer entlang dieser Linie, die sich halt da gebildet hat, entlang hält. Und man auch dann über den Flug quasi sieht, wie sich die Linie von Osten nach Westen reingeschoben hat und immer mal wieder so leichte Unterbrechungen hat. Jetzt war hier zum Beispiel dann die Linie erstmal wieder so ein bisschen vorbei. Dann hat sich vorne bei Bitterwasser eine schöne Linie Richtung Rehoboth gebildet, wie man hier sehen kann jetzt. Das ist natürlich, kann man das hier irgendwie fixieren? Naja, an der Stelle hier sieht man von Bitterwasser Richtung Rehoboth, also
nach Nordwesten ist eine schöne Linie, da sind wir dann rangeflogen, die war wirklich, auch wirklich unglaublich, also das war kurz gekurbelt und danach ging alles nur geradeaus. Und dann jetzt im weiteren Verlauf schiebt die sich auch schon wieder, dann war schon wieder der erste Sprung, der nächste Sprung an die nächst weitere Linie, die sich dann davor gebildet hat, wo wir dann abends wirklich bei unglaublichen Bedingungen entlang geflogen sind. Da hat Guy, glaube ich, auch ein Video geschickt. Mhm. Benni, hast du das bekommen? Ja, ich glaube schon. Ich muss es kurz suchen. Kleinen Moment. Guy hat mir unglaublich viel geschickt. Da muss ich jetzt treffen. Ja, das kann man hier erkennen, irgendwie bei den Daten. Da hat man dann irgendwie bei über 200 hat man dann immer noch steigen da an dieser Linie entlang von, also das ist natürlich nicht 200 indicated, aber in dem Bereich und da fliegt man dann entlang von so Fetzen und ja, war echt unglaublich. Ja, das wieder. Ja, das ist das. Es ist jetzt schade, dass der Ton nicht dabei ist, aber da sieht man auch den Höhenunterschied dieser Wolken und das beträgt ungefähr so 200 Meter und wir fliegen dann in dem oberen Bereich und immer der Wolke entlang und das ist fast wie Hangflug, was man da macht. Ja, quasi wie so ein umgekehrter Hang. Ja. Ja. Genau. Und das steigt nur die ganze Zeit, also das macht man alles in geradeaus. Ja. Genau, aber das war, fand ich mal, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass diese Konvergenzlinien halt einmal durchs Land wandern. Es gibt einmal diese westliche Konvergenz, die zieht meistens von Westen nach Osten, aber es gibt halt auch eine östliche Konvergenz, die dann wieder nach Westen reindriftet. Gibt da eigentlich alle Effekte und jeden Tag gibt es da wieder was Neues und das macht das Fluggebiet auch unglaublich interessant. Also dieses homogene Wetter, was man sich da immer vorstellt mit irgendwie ein, zwei Achteln, Schäfchenwolken in 5000 Metern, gibt es bestimmt auch, aber das sind wenige Tage im Jahr. Viel hat man halt diese Art von Fliegerei, wodurch es deutlich interessanter ist, das Fliegen, und abwechslungsreicher als sein Ruf. Ich stelle mir das am Abend relativ schwierig vor oder interessant vor. Man hat ja doch sehr viel Energie zur Verfügung und eine hohe Basis am Abend meistens. Man will aber ja trotzdem jetzt nicht mit 2000 Meter Reserve dann am Ende ankommen. Man möchte aber auch auf keinen Fall riskieren, dass man dann jetzt irgendwie bei Sunset irgendwo auf einer Pfanne außen landen muss. Wie managt man das, dass man am Abend noch das meiste am Tag rausholt, aber trotzdem kein Risiko eingeht, da am Ende irgendwo noch in eine Nische sich zu manövrieren, aus der man nicht mehr rauskommt? Also da ist der große Vorteil, wie wir es immer gemacht haben, der Tobi und ich. Der Tobi ist zu dem Zeitpunkt dann geflogen und ich habe an für sich mich nur damit beschäftigt zu rechnen. Und das haben wir dann angefangen, sagen wir, eine gute Stunde vor Sunset oder Sunset plus eine Viertelstunde, denn man darf ja eine Viertelstunde nach Sunset landen, damit man an für sich nichts verschenkt und man einfach rechnet, wie viel Höhe braucht man noch, um überhaupt nach Hause zu kommen oder wie viel Zeit steht einem noch zur Verfügung. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man nur noch 10 Minuten Zeit hat, um nach Hause zu kommen und man ist nicht mehr hoch genug. Also man rechnet schon aus, dass man genügend Endanflughöhe hat, und um aus einer Distanz, so die Endanflüge, die machen wir, sagen wir mal, immer aus einer Distanz zwischen, sagen wir mal, 110 bis 130, 140 Kilometer, dann man ist ja 5000 Meter hoch. Und was wir uns immer vorgenommen haben, ab 18 Uhr, sagen wir mal, nicht mehr tiefer als 3000 Meter zu kommen, denn wenn man bis in 2000 Meter Höhe nur noch ist über Grund und bis man dann wieder hoch ist, das dauert erstens einmal und die Wahrscheinlichkeit, einen guten Bach zu finden, ist relativ klein. Und so rechnen wir uns das halt eben dann aus, damit wir immer mit Sicherheit
nach Hause kommen und dass wenn wir wenn es nicht klappen würde, sogar noch Zeit genug habe, den Motor zu zünden und mit Motor nach Hause zu kommen. Nicht, dass einem nachher die Zeit wegläuft, sondern wir haben diese Sicherheit, um einen Auslande, ein gutes Auslande, falls sei es Marienthal zu landen oder in der Cantani-Pfanne. Aber wir sind da schon sehr bedacht, dass wir das alles mit einer großen Sicherheitsmaßstab machen. Denn so eine Landung in der Dunkelheit, das habe ich schon gesehen im Bitterwasser, ist auch organisiert. Dann werden dann Autos aufgestellt, die dann die Pfanne beleuchten. Aber es ist halt eben sehr schade, wenn du so einen großen, schönen Flug damit beenden würdest, wenn du nach Sonnenuntergang, also die 15 Minuten plus, landen würdest. Ne? Das ist halt eben, darum rechnen wir halt. Ja. Genau. Das ist essentiell, wirklich einen sicheren Endanflug zu machen, weil in dem Moment, wo man mit Motor zurückfliegen müsste, reduziert sich auch der Schnitt massiv. Ne? Dann kriegt man vielleicht noch 110, 120 oder sowas, 120er Schnitt hin. Und wenn man normalerweise im Endanflug ist, ist es deutlich höher. Also sprich, man läuft da doppelt in einen Engpass rein, also in Nadelöhr. So, das muss man wirklich sich sicher sein, dass man einen Endanflug hat und da auch nicht zu knapp rangehen. Also das Ziel ist eigentlich immer, dass man 800 bis 1000 Meter plus hat auf zu Hause, bevor es in die Abendstunden geht, und dass man da auch nicht mehr richtig rausgeht. Also die letzten Stunden versucht man oben an den Wolken zu kleben, da geht es eh ganz gut, dann abends noch viel besser, als wenn man tiefer kommt, und man verpasst da nicht den Zeitpunkt, wo die Thermik dann irgendwann mal aufhört. Mhm. Genau. Na, da hast du noch einen wichtigen Aspekt gesagt, Tobi, die Sicherheitshöhe, dass die dann mindestens 800 Meter sein sollte. Denn wenn bei Gewittergefahr oder es besteht oder es steht ein Gewitter über dem Platz, also da verbraucht man schon einige Höhe. Und wenn dann noch also ein Downburst da losgeht über dem Platz, das ist nicht gerade angenehm. Und dazu muss ich auch sagen, ist für mich Gewitterwasser an für sich der sicherste Platz überhaupt von allen Zentren, weil man halt eben diese große, sehr große Pfanne hat und man kann in jeder Richtung da reinlanden. Also da spielt der Sicherheitsaspekt für mich an für sich die größte Rolle. Ja. Ich habe jetzt hier gerade nochmal ein Bild von, ich glaube, das ist Bitterwasser, oder? Am Abend eingeblendet, da sieht man das sehr gut, die große Pfanne und dann... Mhm. Ja, wie gesagt, die ist 3 Kilometer Durchmesser hat die. Da kannst du von jeder Richtung dann reinlanden. Du drehst den Flieger einfach in die Windrichtung und du landest da. Ne? Und da können 10 Flugzeuge gleichzeitig landen, nebeneinander. Ist gar kein Problem. Ja, genau. Und man hat auch nicht also zum Beispiel, wenn Downburst-Gefahr besteht, dann versucht man auch seine Landeeinteilung entlang der Kante von der Pfanne entlang zu machen, sodass man, falls einem Downburst erwischt, dass man wirklich einfach nur noch eindrehen muss und dann auf der Pfanne landet und nicht kurz davor, wo es schon Fälle gab. Aber das ist im Bitterwasser zum Glück gar nicht notwendig. Bei den über 3 Kilometer vor einem kann man da schön die Kante entlang fliegen und dann einfach eindrehen. Man wird dann relativ schnell von der Fahne runtergeholt, sodass dann auch die nächsten wieder landen können, obwohl insgesamt also mehr als genug Platz ist, dass alle theoretisch gleichzeitig landen könnten. Was da noch wichtig zu sagen, was vielleicht auch noch wichtig ist als Sicherheitsfeature, also es ist in den Abendstunden ist es gar nicht so, so wenig gefährlich, da rumzufliegen, weil die Sonne, man landet ja im Bereich von Sunset. Idealerweise nach Sunset, weil dann die Sonne schon weg ist. Aber gerade die halbe Stunde davor, da blendet die Sonne halt extrem. Und wenn man aus der falschen Richtung kommt, dann sieht man halt im Endeffekt gar nichts. Ne? Also deswegen ist es ein gutes Flam. Und jetzt mittlerweile auch die Blitzer sind sehr hilfreich, dass man sich da gegenseitig auch sieht. Und da muss man wirklich sehr aufmerksam sein.
in Bitterwasser ist das Verfahren zum Beispiel auch, dass man, wenn man auf 10 Kilometer an den Platz reinkommt, dass man sich dann meldet, dass sprich die anderen das mitbekommen, dass man sich in dem Bereich aufhält und dann schon mal Ausschau nach einem halten. Wenn man jetzt hier dieses Bitterwasser in dem Fall, aber bei den anderen Plätzen ist es ja so ähnlich, so am Boden sieht, dann stellt sich ein bisschen die Frage, was ist denn da gewesen, bevor die Segelflieger kamen? Oder was ist denn da auch außerhalb von Segelflug? Was sind das für Orte? Pokwini, Kiribati, Bitterwasser? Was machen die Menschen da eigentlich? Oder wohnt da überhaupt sonst jemand? Ja, an für sich wohnen schon einige Menschen da. Und die betreiben an für sich Viehzucht. Das heißt, in Pokweni werden Schafe gezüchtet. Die anderen sind meistens Farmen oder in Veronika, weißt du, das ist eine Jagdfarm. Also das, die machen nicht nur Segelflugbetrieb, sondern die haben auch noch ein anderes Einkommen. Und in Bitterwasser ist es so, dass das ist ja eine wir haben ein Restaurant, Lodges und so weiter. Das kommen auch Touristen außerhalb der Segelfliegersaison. Also, aber hauptsächlich, ja, das Ganze ist an für sich Farmland, was wenig genutzt wird. Also weil die Tiere halt eben auch so viel Land brauchen. Ich glaube, da sind 10.000 Hektar ist normal für eine Farm. Weil einfach nicht viel zu fressen da ist. Ne? Aber es ist alles eingezäunt. Also. Ja. Mhm. Es besteht auch nicht die Gefahr, weil die gab es vorhin mal im Chat, dass irgendwelche Tiere über die Pfanne laufen beim Start oder Landung. Also bei uns nicht. Vornehmlich fragt jemand im Chat, ob die Gefahr ist, dass vielleicht eine Giraffe im Endanflug im Weg steht. Diese Frage war, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint. Die klimatische Saison in Namibia ist ja relativ kurz. Das ist ja eigentlich nur so November, Dezember und ein bisschen Januar. Oder wie ist das? Und woran liegt das? Ja, das liegt an der Regenzeit, die dann reinkommt. Ne? Also davor hat man... Also tatsächlich könnte man eigentlich noch länger da fliegen. Es gibt auch ganz tolle Tage im Oktober. Die Tage sind aber auch ein bisschen kürzer dann in der Zeit. Also die thermische Länge ist ein bisschen kürzer und es gibt halt weniger Tage einfach. Aber es gibt immer wieder mal Bestrebungen, da im Oktober zu fliegen. Da gibt es vor allem, wenn es da mal gut ist, extrem hohe Basis. Aber man hat auch halt lange Strecken mit kompletter Blauthermik. Und auch der Februar könnte eigentlich sehr interessant sein. Letztes Jahr war, glaube ich, der Februar sehr, sehr gut zum Beispiel. Aber manchmal ist es halt auch so, dass es dann halt schon im Januar, im Bereich des Januars, die Regenzeit reinkommt und dann wirklich einfach nicht mehr, also europäische, sag mal, schlechte deutsche Bedingungen herrschen. Und das ist bei denen mit der Ausländersituation halt über den ganzen Tag eigentlich nicht vertretbar, da rumzufliegen dann. Weil man dann ja, also da bei An- und Abflug haben wir ja erzählt, da sieht die Ausnahmesituation wirklich gut aus, das ist gut erschlossen, aber überall rumfliegen mit niedriger Höhe, das würde ich da unten jetzt nicht unbedingt tun. Aber die Saison ist ja auch so ein bisschen beschränkt durch die Möglichkeit, die Flieger müssen runterkommen und wieder rauf, weil sie werden im August, September eigentlich noch in Südfrankreich geflogen und im März werden sie schon wieder in Südfrankreich genutzt. Und ich glaube, das ist ja auch mit der Grund, warum die Saison eigentlich gar nicht länger werden kann. Ja. Mhm. Ja. Ja, und der bessere Teil ist halt einfach wirklich der November, Dezember, Januar. Einfach deutlich höhere Chance. Kann halt auch, Februar kann auch ein Komplettausfall sein, genauso wie Oktober. Aber die anderen Monate halt eher nicht. Daran liegt es einfach. Ja gut, ich glaube, im Chat sind auch keine Fragen mehr. Ich glaube, dann haben wir bestimmt eine gute Werbung für Namibia gemacht, auch wenn jetzt der Name Bitterwasser heute vielleicht etwas überproportional gefallen ist, was schlicht und einfach daran liegt, dass ihr beide halt in Bitterwasser hauptsächlich fliegt. Aber ich glaube, diese anderen Zentren, die geben sich nicht viel und da muss jeder, der Interesse hat, da nach Namibia gehen, eben selber suchen, was gefällt ihm da am besten. Da gibt es, glaube ich, jetzt kein gut oder schlecht. Kann sich jeder selber kundig machen. Und ja, mir bleibt noch, euch zu wünschen, also erstmal euch beiden natürlich
Recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns, für unsere Zuschauer genommen habt, dass ihr extra deswegen früher aus Namibia eingeflogen seid. Wo wollten wir das eigentlich sagen? Nein, nee, wirklich, also vielen Dank an euch. Ja, und an unsere Zuschauer, ich möchte mal wieder hier einen Zettel, also mal in die Kamera halten, weil wir machen das Ganze ja hier alles schön ehrenamtlich und freuen uns natürlich für kleine Spenden für unsere Jugendarbeit. Das ist dieses Jahr bisher noch etwas übersichtlich, vielleicht jetzt so beim letzten Late Night Soaring des Jahres 2023 nochmal die Werbung, also PayPal, jugend@sfzkdf.de. Wer da gerne was tun möchte. Ja, uns bleibt noch zu wünschen einen guten Rutsch. Und als Vorankündigung, Benni, am 12. Januar, meine ich, geht es weiter. Also heute in 2 Wochen. Ne? 12. Richtig. Und da geht es auch wieder international zu. Und ich glaube, auch das wird wieder ein echtes Highlight. Wir haben Jim Payne gewinnen können und werden mit ihm über seine tollen Flüge da in Minden in der Sierra Nevada und so weiter sprechen können. Ja, in diesem Sinne, guten Rutsch und immer Happy Landings in 2023. Ciao. 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 Gut, wir sind